Ich bin Luisa Neubauer. Ich kämpfe normalerweise für das Klima der Welt, aber das wird immer schwerer, wenn das Klima in der Gesellschaft bedroht wird und verroht. Und deswegen stehe ich heute nicht nur hier als Klimaaktivistin, sondern einfach auch als Mensch, als Demokratin, als Teil einer so wahnsinnig lebendigen Zivilgesellschaft. So wie Luisa Neubauer kamen am Sonntag viele Prominente aus der Politik und anderen Bereichen ans Brandenburger Tor, um dort ein Zeichen für Demokratie und gegen Gewalt zu setzen. Hintergrund war der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke am Freitagabend in Dresden, wo er von 4 jungen Männern beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden war. Nach der Prügelattacke auf den SPD-Europaabgeordneten warnten Parteien und Verbände unter anderem vor einem Angriff auf die Demokratie. Jetzt kommen schon die Ersten und sagen, ja, aber welche Beweise habt ihr denn, dass das was mit der AfD zu tun hat? Das war doch ein 17-Jähriger, vielleicht hatte der was getrunken. Liebe Freundinnen und Freunde, die Höckes und die Gaulands und die Weidels, die haben vielleicht nicht die Faust erhoben. Und die haben nicht direkt zugeschlagen. Aber ich sage euch, die haben das gesellschaftliche Klima in diesem Land mitproduziert, das andere Menschen dazu bringt, auf Ehrenamtliche, auf Aktivisten, auf Politikerinnen und Politiker einzuschlagen. Die tragen eine Verantwortung dafür, wie sich das Klima in diesem Land entwickelt. Und deswegen müssen wir das auch so deutlich adressieren. Und auch in Dresden versammelten sich am Sonntag tausende Teilnehmer zu einer Solidaritätskundgebung. Am Sonntag hatte sich dort ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. Er erklärte laut dem Landeskriminalamt, Ecke niedergeschlagen zu haben.